Frau Bundestagspräsidentin, verehrte Abgeordnete, liebe Zuschauer. Die deutsche Gesellschaft steht am Scheideweg. Unsere Kultur wurde vor allem geprägt durch die christlichen Werte. Durch Werte und Gebote, die nicht von einem Menschen entstanden sind, sondern durch den Schöpfer von Himmel und Erde, der den Menschen in seinem Ebenbild erschaffen hat, nämlich als Mann und als Frau. Ich wiederhole und betone es nochmal ausdrücklich für die Regenbogenfraktion aus Sodom und Gomorra. Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Was eigentlich tausende Jahre völlig normal war, wird heutzutage als verrückt bezeichnet, weil viele Menschen leider verrückt geworden sind. Männer entscheiden sich, eine Frau zu werden und nehmen dann als Frau an sportlichen Wettkämpfen teil, weil sie natürlich den normalen Frauen physisch überlegen sind. Ist das fair? Nein, es ist absolut verrückt. Herr Bundeskanzler, Sie sind doch ein großer Bewunderer von Angela Merkel. Vielleicht hätten Sie ja in diesem verrückten Deutschland tatsächlich bei der nächsten Bundestagswahl mehr Chancen, die Wahlen zu gewinnen, wenn Sie sich einfach entscheiden, eine Frau zu werden, sich eine blonde Perücke aufsetzen und als Olafine in den Wahlkampf ziehen. Mich würde es jedenfalls nicht wundern, wenn wir irgendwann gar nicht mehr erkennen, wer im Bundestag ein echter Mann ist und wer es nur gerne sein möchte, aber niemals sein wird, weil Gott das Geschlecht der Menschen bestimmt und nicht der Mensch selbst. Mich wundert es überhaupt nicht, wenn die meisten Muslime in Deutschland, die ja meistens sehr konservativ sind, nichts mit ihrer Politik anfangen können, wenn sie eine Gender-Ideologie pushen, die nicht den christlichen Werten entspricht, nicht den jüdischen Werten entspricht und auch nicht den Werten der Muslime entspricht, sondern ihren Ursprung im Phantasialand hat und zu Sodom und Gomorra gehört, aber nicht zu Deutschland. Viele Politiker sagen, der Islam gehört zu Deutschland. Ich frage Sie, liebe Kollegen, welchen Islam meinen Sie denn? Den Steinzeit-Islam aus Saudi-Arabien und der Wahhabiten? Den Scharia-Islam der Taliban in Afghanistan? Den Mullah-Islam der Israel-Hasser im Iran? Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil es den Islam, wie Sie es glauben, nicht gibt. Muslime können zu Deutschland gehören, wenn sie die Sprache lernen, Steuern zahlen, keine Straftaten begehen und sich in Deutschland integrieren. Wer dies aber nicht tun will oder auch nicht tun kann, der gehört abgeschoben in das Land, aus dem er oder sie gekommen sind, egal ob es Syrien oder Afghanistan ist. Wer in Deutschland für die Scharia ist, der hat in Deutschland nichts zu suchen, sondern sollte dorthin gehen, wo er die Scharia ausleben kann. Fangen wir doch am besten mit dem Attentäter aus Mannheim an, der einen Polizisten ermordet hat und andere wie Michael Stürzenberger schwer verletzte. Sie reden immer alle so viel im Wahlkampf, versprechen den Wählern das Blaue vom Himmel, doch Jesus sagte, dass man die Menschen an ihren Früchten erkennen wird, also an ihren Taten und nicht an den leeren Wahlversprechen im Wahlkampf. Drei Punkte. Erstens, beenden Sie in jeder Schule, in jeder Universität, in jeder Partei und in allen Medien die Gender-Ideologie und die Gendersprache aus dem Phantasialand und kehren Sie zum biblischen Gottesbild zurück, wonach der Mensch aus zwei Geschlechtern besteht, nämlich aus Mann und Frau. Wenn Sie sich nicht sicher sein sollten, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind, dann schauen Sie sich einmal Ihren Körper an. Sollten Sie einen Schniedelwurz finden, dann sind Sie ein Mann und wenn nicht, dann sind Sie eine Frau. Punkt, so einfach ist das. Punkt 2. Toleranz kann etwas Gutes sein, aber auch missbraucht werden, und zwar wenn man Steinzeit-Islamisten ins Land holt und versucht, diese intoleranten Menschen in eine tolerante Gesellschaft zu integrieren. Deswegen zögern Sie nicht länger und eröffnen Sie ein Abschiebeministerium, das dafür sorgt, dass die Islamisten dort zurückkehren, wo sie hergekommen sind, egal ob es sich dabei um Afghanistan oder Syrien handelt. So sorgen Sie gleichzeitig dafür, dass die vielen Muslime in Deutschland, die sich gut integriert haben und die ebenfalls gegen diese Islamisten sind, nicht mit dieser Steinzeit-Ideologie in einen Topf geworfen werden. Abschiebungen sollten nicht gegen Muslime sein, sondern nur gegen die Islamisten und damit auch für die friedlichen Muslime. Wenn Islamisten sehen, dass sie keine Abschiebungen oder sehr milde Strafen erwartet, wenn sie Straftaten begehen und zu Gewalt gegen Israel aufrufen, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Islamisten dies fortsetzen.
Es wird Zeit, den Islamisten eine Lektion zu erteilen und die Ängste des deutschen Volkes ernst zu nehmen. Und der dritte und entscheidende Punkt ist eine erneute Christianisierung Deutschlands und Europas. Viele hier im Bundestag haben sich geistig verlaufen und befinden sich in einem gottlosen Labyrinth ohne Ausweg, weil sie den einzigen Eingang ins Reich Gottes und zum ewigen Leben ablehnen, nämlich den Sohn Gottes, Jesus Christus. Sie alle hier im Bundestag sind keine Vorbilder. Die Zuschauer und Zuhörer sind alle keine Vorbilder und auch ich bin kein Vorbild, weswegen wir alle ein Vorbild brauchen, nach dem wir uns orientieren können. Es gab, gibt und wird niemals ein besseres Vorbild geben als Jesus Christus. Es wird Zeit, zurückzukommen zum Glauben an die größte Persönlichkeit, die jemals den Erdboden berührte, weswegen ich alle dazu einlade, ihr geistiges Labyrinth zu verlassen, damit sie ihre Herzen für die Wahrheit öffnen und Jesus sagte, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. An die vielen Christen in Deutschland habe ich auch eine Botschaft. Euch wurde euer ganzes Leben lang eingeredet, dass Gottes Gebote abgeschafft wären. Heidnische Traditionen haben Einzug ins Christentum gehalten, egal ob es der Weihnachtsmann, der Osterhase oder die Sonnentagsheiligung ist. Es wird Zeit, zurückzukehren zu den biblischen Geboten und Festen Gottes, die auch Jesus gehalten und gefeiert hat, denn nur wenn wir wirklich Jesus folgen, zeigen wir der Welt, was für ein wundervolles Vorbild Jesus Christus ist. Gehorchen wir alle Gott mehr als den Menschen und auch uns selbst und zeigen wir gemeinsam den Muslimen, den Atheisten, den Agnostikern oder den Esoterikern, wie wunderbar unser Gott ist durch Jesus Christus, unserem Herrn und König in Ewigkeit. Gott segne uns Christen, Gott segne Deutschland und Gott segne unsere Zukunft. Amen.